Siegfried lacht, das goldene Paradies. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Kapitel 8 von Final Fantasy VII Rebirth. Auf geht's, wir sind im Gold Saucer angekommen. Ihr seht, unsere Kollegen in schwarzer Kutte sind auch am Start. Und ja, let's go. Es kommt eh gleich ein Cutscene-Festival, da blende ich mich natürlich aus. Hier hinten habt ihr eine Materia liegen. Ich weiß, bei mir müsste das jetzt heilen sein, es ist aber eigentlich was anderes, kann ich euch sagen. Nahe dem Gold Saucer, Luftraum von Coral. Barrett Morris, Tifa Lockhart, Cloud Strife. Seht euch das an. Unterwegs mit einem Blumenmädchen und einem Versuchsobjekt. Das soll einer verstehen. Man hat sie also endlich zur Fahndung ausgeschrieben. War überfällig. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber warum beauftragt man mich mit der Suche? Ich habe doch immerhin meine Abteilung zu leiten. Vielleicht, weil man ihnen so sehr vertraut. Was hast du? Weiter. So, die Ladies ziehen durch. Vorne ist Cutscene-Time. Yeah!
wirst der heutige Herausforderer sein. Das war ja klar. Willkommen im Gold Source, dem goldenen Paradies. Ich bin der Direktor Dio. Und wie heißt du? Cloud. Oh. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Was wollen wir? Junger Mann, wir müssen die Herausforderungen annehmen, die das Leben uns stellt. Sind die Kontrahenten soweit? Cloud, viel Glück. Dann los geht's. Oh, war schlecht. Nur zu. Das mit dem Treffen immer, ne? Na dann. Nur zu. Ja. Na los. Er mag nicht. Nur zu. Na endlich. Toll. So wird's nix, Dio. One more hit. Oh ja! Game over! Freunde, einen kräftigen Applaus für den Sieger unserer heutigen Herausforderung. Tschüss. Tschüss. Du hast ja richtig was drauf, Cloud. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Damit könnt ihr euch im Gold Saucer nach Lust und Laune vergnügen. Super! Ich möchte nicht wissen, wo der die Karte hergezogen hat. Warst du nervös, Cloud? Ich doch nicht. Cloud ist sowas ja gewohnt. Ich meine, neulich im Honigtöpfchen hat er schließlich auch. Hey! Was denn? Jetzt sag schon. Willkommen im goldenen Paradies, im Na dann, worauf warten wir? Auf ins Vergnügen. Kann's gar nicht erwarten. Wird sehr
nicht sehr lustig. Habt ihr euch in Costa nicht genug amüsiert? Dann stimmen wir eben ab. Wer von euch hat Lust auf etwas Spaß? Ich. Ich. Und du? Also ich. Amüsier dich. Denn noch kannst du's. Cloud! Du solltest dich etwas ausruhen. Nein, geht schon. Als würdest du hier auf die Pauke hauen wollen. Leg dich lieber ein bisschen hin. Hier lang, Leute! Ruh dich gut auf, okay? Das machen wir. Zum Hotel geht's wohl. Da lang. Da geht's zum Ghost's Wear. Beste Area in diesem ganzen Ding. Was geht hier? Das ist für ein Bug. Let's go. Also, die sind echt völlig durchgeknallt. Sollen sie sich doch amüsieren. Wenn das Marco ausgeht, dann war's das hier. Wie kommst du denn da plötzlich drauf? Stimmt doch. Muss wohl dein Einfluss sein. Ach so. Na dann. Hast natürlich vollkommen recht. Dieser Spuk wird nicht ewig halten. Oh yeah, baby. Ich liebe es hier. Gesicht? Was meint ihr? Lust auf ein kleines Horoskop? Eure Zukunft ist sicher golden. Und falls nicht, nichts für ungut. Was ist denn das für ein Kasper? Hey, wo bin ich? Hier oben. Ich bin Ketchy, der große Wahrsager. Beste Freund. Eine sprechende Puppe, also. Der war ganz schön echt. Ach, jetzt komm schon, lächeln! An diesem Ort lassen wir unsere Sorgen Sorgen sein und haben Spaß! Na komm, sei doch nicht so! Leck mich! Bloß weg hier! Na dann, bloß weg hier! Also, willkommen im Ghost Square, in unserem Hotel, was ich mega finde. Haunted Hotel. Göttlich. Look at
schlimmer als draußen. Wie soll man da denn entspannen? Bin da nicht ganz unrecht. Obwohl, ich würde hier mega entspannen. Was denn? Etwa keiner da? Entschuldigung! Herzlich willkommen! Sag mal, bist du bescheuert? Bitte vielmal zur Verzeihung! Gibt's noch Zimmer? Zwei Männer, drei Frauen. Ach so, und ein Haustier. Was für ein Haustier haben Sie denn genau dabei? Drei Männer, drei Frauen, bitte. Wie Sie wünschen. In diesem Fall... Oh, das tut mir jetzt wirklich ausgesprochen leid, aber heute sind schon alle Zimmer belegt. Nicht wirklich, oder? Und woanders? Überall dasselbe. Leider sind am heutigen Tag alle Hotels im Gold Saucer restlos ausgebucht. Hallihallo, habt ihr Probleme? Du schon wieder? Wenn ihr möchtet, kann ich mich um die Zimmer kümmern. Willst du uns abzocken? So etwas käme mir nie in den Sinn. Wenn ihr wollt, übernehme ich sogar die kompletten Kosten. Das stinkt doch zum Himmel. Ohne Witz. Ihr seid aber ganz schön misstrauisch. Hey du, tut mir leid, aber könntest du noch einmal nachsehen? Gerade eben ist was frei geworden. Ich könnte Ihnen die Tom Berry und Eligor Suiten anbieten. Wäre Ihnen das genehm? Stets zu Diensten, wenn ihr mich braucht. Und jetzt gute Erholung. Bis dann. Die Zimmer sind in der vierten Etage. Nehmen Sie bitte den Aufzug am Ende der Treppe dort vorne. Na dann, mal hoch mit uns. Servus. Hey, ihr! Ein Horoskop gefällig? Ich sag euch, was die Zukunft bringt. Blickst du nur in die Zukunft? Wo kämen wir dahin? Ich finde auch vermisste Dinge und Personen. Dann beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Oh, du meinst den Soldaten? Kommt sofort! Los, an die Arbeit! Miau, 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 miau. Mäßiges Glück. Turbulente Zeiten warten. Wenn Sie sich anstrengen und Ihrem Umfeld vertrauen, könnte es im Sommer eine Überraschung geben. Wie soll mich das zu Sephiroth führen? Wirklich seltsam. Wart mal kurz. Wir machen's nochmal. Bleiben Sie wachsam. Glücksfarbe schwarz. Vergiss es. Nein, warte, bitte. Noch eine Chance. Na los, du schaffst das. Was hast du? Wenn Sie suchen, werden Sie garantiert fündig. Aber dafür verlieren Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist. Was das genau heißt, wissen nur die Sterne. Was ist? Was ist mir wohl am wichtigsten? Kein Plan. Hm?
Bring den Jungen nicht durcheinander. War echt keine Absicht. Willkommen im Aufzug zur Hölle. Geil, Montage, bitte. Ja, natürlich. Wie die Herren wünschen. Juhu! Wir haben auf den Namen Palmer reserviert. Der Leiter der Weltraumforschungsabteilung. Ja! Warten Sie bitte einen Moment. Hier steht, dass die Buchung storniert wurde. Hä? Wie bitte? Die reservierten Zimmer, also die Tomberry und Eligor Suite, wurden gerade von Herrn Palmer höchstpersönlich storniert. Gibt es ein Problem? Keine Zimmer frei. Hä? Habt ihr meinen Namen genannt? Natürlich. Dann gehe ich mich amüsieren. Wo kann man hier wohl was trinken? Wo wohl? Ja. Ich wünsche noch einen wohlig gruseligen Aufenthalt und eine angenehme Todruhe. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Blöde Puppe. Geiles Zimmer, Mann. Da war mir Johnnys Bruchbude aber lieber. Nee. Ich dreh mal eine kleine Runde. Okay. Nur ein Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Und du ruh dich mal richtig schön aus, hast du gehört? Du wirkst, als könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Wir probieren mal die Gimmicks hier in diesem Zimmer aus. Okay. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Kompiliere Rollprotokoll. Also hier ist nichts zu holen. Yippie. Also das haben sie schon sehr gut gemacht. Das. So, geh mal schlafen. Ich bin wirklich erschöpft. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. So, wir sind wieder da. Mit Zack. Hm?
keine Materie? Seltsame Farbe. Warst ja eine ganz schöne Leseratte. Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Einmal ja reicht, okay? Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht. Oh. Bix kommt nicht wieder. Weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wieder zurück im Haunted Hotel. Wer mag das wohl sein? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Weil... Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Brauchst du vielleicht irgendwas? Nein, danke. Ich glaube, ich brauchte einfach nur Schlaf. Sonst noch was? Nicht wirklich. Red erkundet die Gegend. Und Aris und Yuffie sind im Riesenrad. Da gibt's gerade ein Event für Paare. Ich bin allerdings leider abgeblitzt. Muss schön sein, wenn man so schnell Freunde finden kann wie die beiden. Aber du hattest doch immer Freunde. Tja, das sah von außen vielleicht so aus, aber in Wirklichkeit... Hey, was hältst du von einem Spaziergang? Nur wenn du willst, natürlich. Klar, gerne. Dann auf geht's. Also mach mit Tifa einen kleinen Spaziergang durch den Gold Saucer. Unser geiles Zimmer lassen wir jetzt erstmal... eigentlich jemals los, ne? Dann gehen wir zu dem coolen Fahrstuhltyp. Wie hoch sind wir eigentlich? Ne, okay, komm. Servus. Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen?
Der Typ ist so geil. Entschuldigung. Beehren Sie uns wieder. Das werden wir tun. So, Leute. Hey, Chadley, was geht ab? So, wir gehen mal hier raus. Besucher des Gold Saucers, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Skywheel Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Ja, das hier ist Fast Travel. Wir können direkt zum Ding gehen, fahren wir jetzt aber nicht. Aber wir gehen schon zu den einzelnen Stations, damit ihr die Level auch mal seht und so. Es war mir ein Vergnügen, Kubo! Schau, schau! Hier wird gleich ein 3D-Bild entstehen. G-Bike, yo! Welche Lüge ist jetzt am besten? Dich vielleicht? Oh, sieht aus, als könnte man hier eine Menge Spaß haben. Guck mal, es gibt sogar ein Motorradrennspiel. Das magst du bestimmt. Hä? Sowas ist doch für Kinder. Was? Mal wieder kein Interesse? Doch. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Höchsten Score haben wir schon geholt, deswegen damit muss ich mich nicht mehr abquälen. Der Extremmodus auch abgeschlossen, ich danke Gott, der mittlerweile verbuggt ist. So, let's go. Zeige euch mal ein bisschen das Motorfahren. Ich muss sagen, im 1er, also im Remake, war die Steuerung da deutlich besser. Go. Musik ist trotzdem weiterhin geil. Oh, yo. So. Hier ist tatsächlich so ein bisschen, ich nenne es mal der Game Changer, dass man weiß, dass man auch ein bisschen vom Gas gehen soll, also nicht nur durchheizen. Ja. 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 Ein bisschen viel Gas gegeben, nicht ganz die Points erwischt. Und tschüss. Ja. Yeah.
Ja. Das war's. Okay, gesessen. Ja. Ja. Das ging besser. Aber okay. Erkunde auch die anderen Areale. So, gehen wir mal zur Tifa wieder zurück. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Let's go. Da ist weiße Ding, aber wir müssen auch nicht in allem was machen. Also das nochmal so für euch zur Info. Aber das ist jetzt ganz interessant gewesen. Gesehen. Ein heißes Tänzchen, das du dir da mit Direktor Dio geliefert hast. Richtig herzerwärmend. Du scheinst für das Rampenlicht geboren zu sein und es sichtlich zu genießen. Was machst du hier? Ich wirke an der Produktion eines gewissen Bühnenstücks mit. Hopp! Meine choreografischen Fähigkeiten sind gefragt. Was meinst du? Willst du nicht? Kein Interesse. Selbst das Rampenlicht vermag dein Herz nicht zu wärmen, hm? Das ist ja... Oh. Jesse. Ich war noch nicht lange in den Slums, da hatte ich mal Schwierigkeiten. Jesse hat mir damals geholfen. So wurden wir Freundinnen. Verstehe. Sie war wie eine Schwester für mich. Nichts konnte ihr die Laune verderben. Ja, allerdings. Ich habe viel von ihr gelernt. Danke, Jesse. Alright. Das Buffet in der VIP-Lounge war vom Allerfeinsten. Wollen wir los? Ja. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Ist wohl gerade Pause. Ob sie hier in vielen Rollen aufgetreten ist? Wahrscheinlich. Hätte es gern gesehen. Das werden wir noch. Erkunde weitere Areale. Jetzt machen wir natürlich. Das Buffet in der VIP-Lounge war vom Allerfeinsten. Ich bedauere, aber der Vorverkauf für die heutige So ist das Schild da. Unser Fast Travel Schild. Mach mal. Allerdings.
Wen haben wir denn da? Servus. Dich wieder besser. Geht schon. Was machst du hier eigentlich? Mich verstecken. Da waren ein paar Kinder, die mich für ein Maskottchen gehalten haben. Sehr lästig. Warte mal, da geht's schon weiter. Das machen wir noch nicht. Das schauen wir uns die anderen Sachen noch an. Obwohl, nee, ich glaube nicht, dass es da schon weitergeht. Wir können ruhig schon hin. Servus. Lust auf ein zünftiges Kämpfchen? Ja, klar. Immer doch. Ich darf mir jetzt aussuchen, was wir machen, oder was? Sind ja schon alle erledigt. Leute, machen einfach mal hier die. Keine Ahnung, was das war. Gassi mit Ghoulen? Ich habe keine Ahnung. Okay, let's go. Näher geht nicht. Das sollte reichen. Übernimm tiefer Tank. Das war's dann wohl. Musik ist einfach geil. Wollen wir mal so klar sagen. Mach dich bereit. Steht hinter mir. Oh. Mein Flayer. Runde 2 von 2, let's go. Nichts überstürzt. Ist das alles? Viel Erfolg. Zieh dich zurück. Nimm das! Übernimm du. Okay. Schlag! Nimm das! Schauen wir uns dann auschunken können, wir wollen. Ich mach das. Yes! Stirb! Hast rein geblockt hier. Nicht übertreiben. Er hat sich desertieren lassen. Zieh dich zurück. Das sollte reichen. Oh. Dann übernimm. Das war's. Aber der hat uns aber jetzt ganz schön abgezogen. Die Musik, ne? So, easy money. Ein paar Goldpunkte haben wir uns auch noch geholt. Da haben wir das auch mal ein bisschen ausprobiert. Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie kämpfen wollen. Das machen wir. Hier könnt ihr übrigens so Goldpunkte auch eintauschen für Zeug, ne? Ist klar. So wie im Original auch. So, wenn ihr mal guckt. So, ich glaube, das Einzige, was mir noch fehlt, ist eine Trove, eine Materia. Oh, ich habe mittlerweile 3000. Die hole ich mir noch, weil die hatte ich noch nicht. Sehr schön. Alles klar. So, Leute, weiter geht's. Das war ja schon ganz amüsant. Bus. Yep. Chocobus gehört immer gut. Mit dem werden wir dann nachher auch ein bisschen mehr zu tun haben. Yeah. Fiebern ganz schön mit. Sowas kann regelrecht süchtig machen. Mhm. Besser vorsichtig sein. Willkommen auf der Chocobo-Rennbahn. Sind Sie schon Mitglied bei uns? Nein.
Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Hier dürfen nur registrierte Mitglieder mitmachen. Oh, schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Es steht Ihnen natürlich frei, die Rennen an den Bildschirmen zu verfolgen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Ja, okay, also ihr seht, der Laden gibt hier nicht ganz so viel her, aber hier habt ihr Madame M. Ach, du bist's, Cloud. Servus. Was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Was machen Sie hier? Meine Devisenbeschaffung in Costa war ein voller Erfolg. Da wird man ja wohl mal ein bisschen die Seele baumeln lassen dürfen. Also oder? Zocken. Ach, verflucht. Schon wieder verloren. Jedes Mal gewinnt einer der Chocobos von Sam. Ist das zu fassen? Da ist doch ganz sicher Schiebung im Spiel. Aber statt um mich solltest du dich lieber mal um dein Date kümmern, du kleiner Möchtegern-Kavalier. Ah. Wozu seid ihr schließlich im Gold Saucer? Amüsiert euch, sonst läuft sie dir vor Langeweile noch weg. Wohl kaum ihr Problem. Witz. Der eine, bitte los, gewinnen! Ja, der ist richtig pleite, der Junge. So, Speed Square machen wir auch noch. Ach ja, Speed, jetzt fällt es mir wieder ein, was das war. Ich muss wahrscheinlich auch ballern, ne? Neue Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Wohlan! Beginnen wir sogleich mit dem Briefing! Passt genau auf! Sir! Sahst du als Rekrut auch so aus, Cloud? Nicht ganz so grün hinter den Ohren. Neue Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Wohlan! Ich zeige euch das Minigame mal, dass ihr es mal gesehen habt. Let's go. Ja, aber hallo. Also auch hier der Extrem- und der Standardmodus sind abgeschlossen. Ich kann euch nur sagen, Leute, das war die absolute Hölle. Das war die absolute Hölle. Alles erledigt. Let's do this, Light at War Style. Oh shit, geht ja schon los. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay. So sehe ich das auch. Feindliche Truppen im Anflug. Bereit machen zum Abschlag. Alles abgeschlossen. Gute Arbeit, Rekord. Danke, Bruder. Das waren alle Gegner. Bereit machen für die nächste Welle. Also nicht sparsam mit den Bomben sein, das kann ich euch auf jeden Fall als Tipp geben. Dann holt ihr ganz gut Punkte. Wie gesagt, der Extremmodus ist deutlich schwerer. Bei ICAP. Das waren alle Gegner. Bereit machen für die nächste Welle. Okay. Ihr könnt die Taste gedrückt halten, ne? Nur mal so für euch zur Info. Ich habe da damals aber wiederholt die Taste gedrückt. So, natürlich komplett lost. So, komm. Ein feindliches Schlachtschiff der Enkino-Klasse. Es verfügt über einen
Akkuflammenkanone neuester Bauart. Also Vorsicht! Jawohl. Davon wird sich der Feind nicht so schnell erholen. Das war richtig schlecht. Alles abgeschossen. Gute Arbeit, Rekord. Naja. Feindliches Mutterschiff nähert sich. Let's go. Denke, was ich hier mache. Oh, ich bin ja fast tot, Alter. Guten Morgen. Das wäre richtig kacke gewesen, wenn ich da jetzt nicht drauf gegangen wäre. So. Ich yeah. Gut gemacht. Dank deiner Tapferkeit ist das All wieder sicher. Die Kosmo-Ritter triumphieren immer. 34.985. Also okay. Ich weiß gar nicht, was man da für einen Highscore braucht. Könnte aber drüber gewesen sein. War jetzt nicht mein Rekord. Boah, das waren 34.985. Das hat mich richtig bitter geärgert. 35 hättest du gebraucht. Also sprich um 15 Punkte. Aber ich hab's ja schon erledigt. Von dem her alles cool. Aber macht Bock, das Game kann ich euch nur empfehlen. Aber wie gesagt, die höchste Punktzahl ist so ein bisschen, gerade auf Extremmodus, ein bisschen heftig. So, meine Freunde, und dann... wen haben wir denn da? Hallo? Servus. Ja, wir sind auf dem Date, yo. Was wird das? Alles in Ordnung. Was ist in Ordnung? Ihr habt euch nicht gestritten. Also, ich bin schon ein bisschen neidisch. Orte wie diese sind in Begleitung einfach viel lustiger. Ach, gibt es denn keinen, der sich meiner erbarmt? Lass das. Man schnappt sich nicht einfach den Erstbesten, oder? Sagt unser Experte in Beziehungsfragen. Der erste Eindruck kann trügen. Du könntest an jemanden geraten, der Übles im Schilde führt. Vielleicht sogar an jemanden von Shinra. Keine Angst. Ganz so blauäugig, wie du denkst, bin ich nicht, Papa. Ach so. Na dann. Ist ja gut. Aber dass du dich um mich sorgst, freut mich trotzdem. Viel Spaß noch, ihr beiden. Thank you. So, let's go. Ja, wir haben alle Orte abgegrast. Ihr habt sie jetzt alle mal gesehen. Gehen wir zum Reason Rod. I will square. Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event.
Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Ich freue mich schon. Was ist hier los? Tja, keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud! Es ist schrecklich! Eine Katze? Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen! Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Sicher eine Verwechslung, oder? Sehen wir nach. Also Manege ist hier der Battle Square. Wir können auch nur an einen Ort hinreisen gerade. An der Manege, ja. Die Gruppe ist wieder vereint. Servus. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallo. Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Du kannst diese Leute ruhig passieren lassen. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Hier ging es ganz schön ab. Die Untersuchung läuft. Weitere Eingänge. Falscher Eingang, sorry. Barrett. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem. Lasst mich das erklären. Ich bin Dio, der Direktor. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier
war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Hol an, junge Freunde. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Ich werde euch natürlich helfen. Kenne mich hier schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Hier entlang. Los, beeilt euch. So, let's go. Also, Barrett wird verdächtig. Ich meine, man hätte auch diesen Augenzeugen mal das Bild zeigen können von Barrett. Hat man ja eins. Die hätten einem dann sagen können, yo, der war's nicht. Aber hey, machen wir halt. Das ist ja alles gar kein Stress. Ja, müssen wir wohl. Also wie ihr seht, sieht hier ein bisschen nicht so glamorous aus. Also hier mal ein bisschen Eindruck kriegt. Gefängnis von Coral. Nanu? Niemand da? Wir werden beobachtet. Passt auf. Tja.
Vielleicht sich unsere Truppe hat fertig machen lassen, ist schon sehr enttäuschend. Wir wollen gegen Sephiroth antreten und so ein paar Hanswurst machen uns fertig. So ist recht, einen schönen guten Morgen. Helga, das würde ich lieber lassen. Okay, mir nach. Zahn zulegen hier. Vorwärts, Marsch. Immer schön dem Onkel nach. Der labert. Hey, Boss, deine Gäste sind da. Wie viel Peps kann man sich reingeschmissen haben? Lieber alles Könner Cloud. Cloud. So hieß er doch, oder? Cloud ist korrekt, Boss. Und wer ist nun dieser Cloud? Oder du, oder du, oder du? Und am Ende gar du? Nee, ich weiß es natürlich. Cloud, stimmt's? Kennen wir uns von irgendwo? Natürlich nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal. Sonst könntest du dich auf jeden Fall dran erinnern. Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du auch warum? Alles Könnerchen, Claudi? Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt! Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, um den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings! Wir nehmen Willen, muss auch geben können. Nicht wahr? Also, Freundchen, wirst du mir Kohle besorgen? Brauche nämlich gerade ganz, ganz viel davon. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Gruppenhackfleisch verwandelt hat. Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar ein Riesenberg! Asche, Knete, Kohle, Beute, Projekte! Dieses Geld wirst du mir besorgen. Ja, schon klar. Keine Sorge. Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen. Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud, oh weh. Hey, kein Stress, Mann. Wir sollen ihnen bei uns an nichts fehlen. Ach so. Solltest du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Warum wurden jetzt nur die Mädels gezeigt? Exotische Haupttiere sind auch begehrt. Schwein. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Details zu den Rennen und so. Gibt's bei denen da? Geht klar, Boss. Fass mich nicht an, bitte. Supi! Ich bring dich dann mal zu deinem Chocobo. Supi. Immer dem Schnabel nach. Hoffentlich ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf. Ja, was geht bei dir? Das bist du hässlicher Vogel. So ein Geier. Der, hat die gerade gesagt, der heißt Geiermeier? Ja, verarscht. Dazu kann ich nichts mehr sagen, Leute. Jetzt habe ich alles gesehen. Der Geiermeier. Also da war jetzt gerade Kohle drin. Ah, normalerweise ist da eine Waffe drin. Der Kiste. Da wir aber schon alle haben. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? So sieht's aus. Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Cloud? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Schokoborennen im Gold Saucer teilnehmen lassen. Bis die mich gefangen haben.
Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst schieß ich deinen dämlichen Vogel auf und rate ihn mir schön groß. Du hast es erfasst. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Dadurch, dass das hier New Game Plus ist, ist das Gemüse schon durch. Also, wir müssen hier nicht mehr füttern. Ich zeige euch aber trotzdem mal, was ihr so machen müsstet, wenn ihr das Ganze wahrnehmt. Und zwar... Und das, die Typen aus dem Hotel? Geiler Shit. Okay, sorry. Ihr könnt ja noch Aufträge ausführen, aber um die geht's nicht. Zum Beispiel, ihr müsstet... Ihr, die drei könnt ihr zum Beispiel besiegen, was ich schon gemacht habe. Und dann kriegt ihr ein Gras und ich glaube, ihr müsst drei Gräser holen oder... Und dann ist Pico wieder am Start. Also nur für euch da zur Info. Was willst du? Alter, geiler Laden. Ach, Macher, wie ich nur ein Besitzer wäre. Was geht denn hier ab? Schauen wir erstmal hier. Schlimmer. Oh, jetzt dürfte es mir auch nichts mehr fehlen. Firma dankt. Firma dankt. Richtig, der Mitarbeiter des Monats. Geil, Mann. So, also ihr müsst hier so ein paar Quests erfüllen. Auch in der gibt es auch eine Kampfarena, in der könnt ihr auch kämpfen. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Wir machen aber hier fast die Geschichte und gehen mal zu dem Typen hier. Warte mal, ich quatsch mal mit Esther. Pico ist optimal vorbereitet. Jetzt musst du ihn nur noch als Ersten über die Ziellinie bringen. Das wäre er jetzt nicht, müsste ich diese Minigames noch zocken. Kann's jetzt endlich losgehen? Ja, let's go, Mann. Wurde aber auch Zeit. Ich bringe euch dann mal nach oben. Ja, let's go. Schon gut, Garth. Lass mich mal. Hast doch sicher Besseres zu tun, oder? Was? Bist wohl im heulenden Turm, hä? Na, mir soll's recht sein. Gut, dann trab mir mal hinterher. Yep. Kaum zu glauben, dass das derselbe Pico sein soll, den wir in der Wüste gefunden haben. Anfangs war er so schwach, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Und bei jedem Quell hat er Sand gespuckt. Doch jetzt wirkt er top in Form. Reif für den großen Sieg. Die Frage ist, bist du es auch? Denn ohne einen guten Reiter nützt selbst der schnellste Chocobo nichts. Ich bin guter Reiter, yo. Ich habe vielversprechende Vögel gesehen, die auf der Strecke blieben, weil ihre Jockeys von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Ich will hier natürlich keinem feuchte Hände machen, aber im Renngeschäft zählt einzig, wer die Zügel in der Hand hält. Rein in die gute Stube. Na dann, Leute, let's go. Schauen wir mal. Das Schöne ist, die Steuerung ist wie bei Mario Kart. Was so viel heißt wie immer drauf. Hier für die Rennen? Ja. Euren Chocobo bereiten wir vor. Wartet hier in der Jockey Lounge. Diese und Musik, Mann. Verstanden? Die haben sie nicht großartig verändert. Du für ein freshes Outfit, Mann. Servus. Ist das geil. Haben wir noch gar nicht angeguckt. Müssen wir noch mal gucken. Servus. 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 Das waren nur die paar, oder was? Naja, alles klar. So, let's go. Ein Neuling? Hm? Hallo, Joe! Ah, Esther, du wirst mit jedem Tag schöner. Ja, ja, schon klar. Ja, ja. Ich stelle euch mal ständig vor. Werde ich angegraben von dem. Das ist Joe, der Jockey, der für Sam reitet. Ich sag's ihr nur ungern, aber unter den Reitern ist er mit Abstand der Beste. Genau, das solltest du dir merken. Ja.
Alles klar. Und du merkst, ich bin besser als du. Der neue Stern am Jockeyhimmel und unser Mann. Wink ihm zu, wenn er dich überrundet, ja? Überrundet? Jetzt übertreibt man nicht. Klingt, als hättest du schon einen Fan. Aber bist du wirklich so gut? Oder hast du ja einfach nur den Kopf verdreht? Vielleicht ja auch beides. Ich wollte gerade sagen, sowohl als auch. Gegen Rivalen habe ich nichts. Wenn sie denn halten, was sie versprechen. Enttäusche mich nicht. Warum fässt einen eigentlich ständig hier jeder an? Weißt du, so ist er nun mal. Ignoriere ihn einfach. Und wenn du vor dem Rennen noch etwas üben möchtest, dann kannst du diesen Simulator da benutzen. Na. Brauchen wir nicht. Ich hab's drauf. Let's go. Ein geiles Buffet. Erstmal hier abhausen. Servus, servus, servus. Der Erste, wir können los. Ich bin top vorbereitet. Erstes Rennen, oder? Na. Eine Übungsrunde vorher kann sicher nicht schaden. Das Rennen beginnt in Kürze. Yeah. Wir bitten alle teilnehmenden Jockeys, sich zu den Boxen zu begeben. Bist du startklar? Aber sowas von. So, meine Freunde, let's go. Sagt. Der ist auch gut eingestellt. Gold Saucer News. Die Outfits von den verschiedenen Chocobos sind einfach cool. Cloud schaut nicht mal rüber. Es schon gehört? Auf mich wurde vorhin ein Anschlag verübt. Meinen Sie die Sache an der Manege? Ja, ganz genau. War aber schlau und hab mich auf der Toilette versteckt. Wahnsinn! Was für ein Glück! Nicht wahr? Vielleicht ist es mein Glückstag und ich räum groß ab. Oh, einfach fair, wie aufmerksam. Ist da auch schön viel Schmalz drin? Hier, bitte. Lecker. Pizza. Blend mir mal aus. Irgendwie. Hast du ihn? Oh, danke, ja. Mir geht's gut. Mein Gott. Hast du eine Ahnung, wie heiß es hier ist? Ich schmelze. Überhaupt, wieso mussten unsere Anzüge unbedingt schwarz sein? Weil es cool aussieht. Ich schließe so schnell es geht zu dir auf. Das will ich schwer hoffen. Und bring irgendwas Kaltes zu trinken mit. Oder meinetwegen ein Eis. Vanille-Eis. Untersteh dich. Deine geschätzte Kollegin ist hier am Vertrocknen. Hörst du? Root? Root? Danke. Reno fehlt mir. Das kann ich verstehen. Let's get the show on the road, ladies and gents. Da wird mein Turbostart rausgeballert. So muss das und nicht anders. Alter. Also ich sage es echt wie die Mario Kart Steuerung. Sogar das Driften. Und die blauen Dinger sind wie Münzen quasi. Und diese roten machen euch pace-mäßig dann irgendwie, wenn ihr die Leiste voll habt, so einen Turbo-Boost. So nenne ich das jetzt einfach mal. So, wir sehen die Geschwindigkeit links in einer 6 von 10. Also wie bei Mario Kart auch 10 Münzen gibt's.
Und aber wenn ihr gegen was knallt, so wie jetzt wie gerade, ich dann, werden euch die Geschwindigkeitspunkte abgezogen. Gut, das musst du auch erstmal schaffen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Läuft doch. Unser Rival ist auch hinter uns. Jetzt dürfen wir auch auf die 10 kommen. Jawohl, jetzt haben wir maximale Geschwindigkeit. Here we go. Also das ist nicht so schwer hier, das kann ich euch sagen. Könnt euch natürlich dann auch in den Cups austoben. Da haben wir auch schon ausgetobt. Braucht ihr dann auch, wenn ihr Platin holen wollt. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, wie ihr seht, haben wir die anderen gut hinter uns gelassen. Boah, das war irgendwie schlechter Drippoint, aber ist okay. Aber the win is a win, yo! Da, 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 da. Das Preisgeld ist natürlich nicht für mich. Man kennt's. Hat er dem Typen eine geballert? Für dich. Ganz schön cool. Aber hier in der Wüste mögen wir die Männer heiß. Also lass dich gehen, Alter. Erfüll lieber mal deinen Teil der Abmachung. Amen. Locker bleiben. Ich stehe zu meinem Wort, klar? Und ich lass mich nicht gerne rumschubsen. Über diesen Tunnel kommt ihr durch die Wüste. Und das ganz ohne den lästigen Treibsand. Toll, was? Sobald ihr durch seid, wartet einer meiner Geier auf euch. Er wird euch den Weg weisen. Einfach schön brav hinterher. Euer schießwürdiger Freund steckt gut verschnürt in einem Schuppen auf dem Schrottplatz. Von mir aus könnt ihr ihn an Schindler verhören. Oder abboxen. Mir ist das vollkommen schnurz. So, Leute. Also, wir sind wieder vollzählig. Die Freunde sind befreit. Ihr könnt aber nochmal in Gas Anwesen gehen. Da liegt eine Stehlensubstanz rum. Und ich glaube, die ist, wenn ihr die zum ersten Mal holt, sogar auf Maximum. Sonst kommen wir da nicht rein. Aber jetzt hat... Der Geiermeier. Ja, haben wir schon gecheckt. Schaut hier hinten. Stehlen. Jetzt hier ist es nur ein Stern, aber ich glaube, wenn ihr sie wirklich zum ersten Mal holt, sind es zwei. Hast du schon auf Abnummer gefragt? Ich sollte mir auch eine Spezialfähigkeit aneignen. Voll, das Zeug ist richtig was wert gewesen. Salbei, Alter. Okay, let's go. Was glaubst du, was dir blüht? Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Hier, komm mal wieder runter, Oma. Let's go. Barrett würde sowas niemals tun. Selbst reden nicht. Ich sag's ja nur ungern, aber die Beschreibung war ziemlich eindeutig. Also ich glaube fest an ihn. Nicht ich mehr auch. Lange, dann wissen wir mehr. Muss das wirklich sein? Sicher ist sicher. Es ist auf. Let's go.
So, jetzt kommen wir gleich wieder an die, ich sag's mal, Oberfläche, also wieder raus. Da ist der Geiermeier. Ach, wunderbar. Sieht das hier schon wieder aus. Also ihr folgt ihm einfach. Ihr könnt die Gegner auch skippen. Also ihr müsst es nicht machen. Also gerade hier diese Truppe hier. Wird nicht lange dauern. War ein super Beispiel, um den auszuweichen. Mehr geht hier. Genug. Jetzt erst recht. Es ist aus. Ja, schon mal. Los geht's. Nicht mit mir. Verschwende. So, eine nervige Gegnergruppe. Bin ich, übernimm du. Ich leg los. Dein Einsatz. Jetzt triffst du von dort besser. Ich übernehme. Jetzt! Da ist der Geier, da oben ist er. Ja, bei denen hier, da können wir schon mal Vollgas geben. Auch die könnt ihr irgendwie skippen. Ihr lauft ja einfach ein bisschen im großen Bogen rum. Nicht übertreiben! Ich zähl auf dich. Arbeiten wir im Team. Sieh dich zum ziemlich schwach. Keine große Sache. So sieht's aus. Also wie ihr seht, kommt mal gut durch. Sorry, ich muss das Zeug hier noch aufsammeln. Weil wahrscheinlich eh auf Cap, oder? Ja, aber klar. Alright. Unser gefiederter Freund ist hier hinten. Ja, auf die fliegenden Viecher habe ich jetzt null Bock. Mal ganz kurz gucken muss. Hat der Cloud weiterhin den Ring der Stärke drin? Eine gute Ausrüstung. Aber wir schauen mal, dass wir eine entsprechende Substanz reinkriegen. Dann eben nicht austauschbar, das muss man so klar sagen. Evan, das ist auch wichtig. Das ist auch gut. Ist da was? Ring der Stärke tauft dich jetzt einfach mal gegen die Ding. Weil wir müssen noch ein bisschen, noch nicht gut analysiert in dem Spiel, muss ich sagen. Ja, Ring der Stärke einfach merken. War jetzt auch der Cloud, oder? Nicht beim Kai Chi drin, oder? Sorry, Leute. Ja, dann hat jetzt der Kaiji, kann ich nachher wieder tauschen. Alright. Nee. Hier hab ich gar keinen Bock. Wo ist der Vogel? Da, also könnt ihr auch skippen. Müsst ihr nicht machen. Immer dem Schnabel nach, heißt der Spaß. Nachher müssen wir nochmal Barrett geben, weil wir sind jetzt gleich ein bisschen mit Barrett solo unterwegs. Seht, dort. Ja. Wenn die Weapons kommen im dritten Teil, dann glaube ich, wird das ähnlich. Verdammt. Hierher! Barrett? Los! Seid ihr überhaupt hier? Wir verfolgen einen Mann, der im Saucer um sich geschossen hat. Sie meinten, der Täter hätte einen Gewehrarm gehabt.
Verstehe. Das warst nicht du, oder? Nicht persönlich, aber... Sag schon. Was ist? Der Mann, den ihr sucht, heißt Dein. Er war mal mein bester Freund. Es war vor 4 Jahren. Der Reaktor in Coral war gerade in die Luft geflogen. Dein und ich sind vor Ort gewesen, um die Lage zu checken. Dann auf dem Rückweg. Ich verstehe das nicht, Barrett. Wieso lässt sich von Shinra keiner blicken, obwohl das so eine Riesenexplosion war? Woher soll ich das bitte wissen? Wie auch immer, die anderen im Dorf müssen das erfahren. Was zum... Nein! Was ist hier los? Shinra hat Tansas Halter im Himmel angegriffen. Die wollen uns die Schuld für den Unfall zuschieben und alles vertuschen. Oh nein! Kümmert euch um das Dorf. Es kann doch nicht... Mist! Marlene und Eleanor, wir müssen zurück! Komm schon! Vergiss es. Im Aufgeben warst du schon immer König. Los jetzt! Ja, verdammt! Nein! Was macht ihr denn da, Amateure? Die Sache mit dem Reaktorunfall darf sich auf keinen Fall rumsprechen. Also nehmt's mir bitte nicht übel. War nicht mehr zu retten und ich schrie nach Rache. Also ersetzte ich ihn durch das hier. Gilt das auch für dein? Sieht ganz danach aus. Hätte ich doch bloß gewusst, dass er lebt, dann wäre das alles. Dein will sich also auch an Shinra rächen? Keine Ahnung. Ich habe ihn zwar am Tatort gesehen, aber eigentlich ist Dein kein Typ, der sowas macht. Unschuldige, zieht er nicht rein! Ich muss unbedingt mit ihm reden.
gibt was, das er wissen muss. Na, worauf warten wir dann? Sieht einladend aus. Absolut. So, was wir auf jeden Fall wieder machen, als Barrett ist auch wieder am Start. Der braucht auch hier mal. Der kriegt eine Analyse Materia. Wir dann nachher dein scannen können, wenn wir gegen ihn kämpfen. Okay, das war ja überschaubar. Okay. So ein Kratzer. Und tschüss! Tschüss! Das hat geklappt. So, einmal hier durch. Und er ist ganz sicher hier? Absolut. Lasst mich allein mit ihm reden. Aber... Mal chill mal. Okay. Ich bin dich los. Ist das ein Traum? Barrett, altes Haus? Verdammt. Hätte nicht gedacht, dass du es auch zu Eleanors Geburtstag schaffst, Barrett. Hey, Eleanor, Marlene. Barrett ist uns besuchen gekommen. Ja, genau. Sieht gut aus. Nein, Mina ist nicht dabei. Tja, warum wohl? Hey, Barrett, wo steckt Mina? Dein... Was ist bloß? Sag mal, du hast doch hoffentlich an ein Geschenk gedacht. Eleanor wird sich sicher sehr freuen. Scheiße. Hey, der Typ da ist doch Soldat, oder? Du hast mich eiskalt an Shinra verkauft. Nein, Dein. Du irrst dich. Dein, lass das! Was hast du? Schieß doch. Ich will dir doch nur helfen, Mann. Du willst mir helfen? Du?
Ich lach mich schief. Wusste gar nicht, dass du ein Komiker bist, Barrett. Heb dir den Schwachsinn fürs Jenseits auf. Hört dich da raus! Diese Angelegenheit klären wir beide selbst. Na dann, alter Freund. Tragen wir es aus. Hier und jetzt. Let's do this. Wolltest du mir nicht eigentlich helfen? Jetzt wird er richtig Peng-Peng-Crazy. Wir zwei haben uns ganz schön verändert, Mann. Nicht, Barrett? Hä? Deine Waffe ist schon ich geil. Ich weiß noch, wie wir früher Mausefallen aufgestellt haben und wie du selbst da reingekommen bist. Was habe ich gelacht? Immer noch derselbe Trottel, hm? Shit, jetzt hat er mich gestunt. War noch nie gesehen. Ja, mal schauen, was haben wir so Magic-mäßig am Start? Ist alles so dunkel. Reiß dich zusammen. Du kannst. Wird schon sehr Wesker-mäßig. Verfluchter Hund! Warum tust du dir das an, Dein? Dein! Okay. Jetzt mach schon. Dein. Es ist vorbei. Vorbei? Vorbei, sagst du? Verdammt nochmal, gar nichts ist vorbei! Dann musst du es beenden. Und zwar, indem du mich tötest. Barrett! Bleib weg! Abkratzen und dich aus der Affäre ziehen, hä? Was soll das? Na? Ich dachte, du wolltest mir helfen, du Dreckschwein. Dein Ich. Was denn? Keine weisen Worte? Wenn's eng wird, kneifst du den Schwanz ein und machst dich aus dem Staub. Vergib mir, Dein. Ich war ein Narr. Ich hätte ihm niemals vertrauen dürfen. Aber das Geld... Es hätte uns retten können. Und stattdessen hat es uns alles gekostet. In meinem Kopf... Kann ich sie auch jetzt noch laut und deutlich hören, Mann?
Elena ruft nach mir. Liebster, du darfst Barrett nicht böse sein. Ihn trifft keine Schuld. Aber irgendjemand muss doch dafür bezahlen. Shinra, was? Die Schweine, die mit dem Teufel paktieren. Aus mir geworden. Ich habe so viele getötet. So viele unschuldige Menschen. Meine Seele ist nicht mehr zu retten. Es soll einfach nur enden. Aber ich bringe es nicht über mich. Warum denn nur? Eleanor und Marlene sind doch nicht mehr hier. Welchen Sinn hat dieses Leben noch für mich? Marlene, sie lebt. Ist jetzt 4 und lebt in Midgar. Marlene, du hast die gleichen Augen wie deine Mutter. Und die Haare auch. Nach dem Reaktorunfall war ich am Boden. Mina war tot. Dich habe ich auch für tot gehalten. Die Vorwürfe, die ich mir machte, hätten mich beinahe umgebracht. Dass ich nicht aufgegeben habe, liegt einzig an Marlene. Hab sie aus eurem Haus geholt. Weinend, als es lichterloh brannte. Seitdem war es Marlene, die mir die Kraft zum Leben gegeben hat. Deswegen hast du sie mir also genommen. Obwohl du wusstest, dass ich sie über alles geliebt habe. Du Bastard! Verräter! So war das nicht! Ausnahmslos alles, was ich geliebt habe, hast du mir aus den Händen gerissen. Nein, sie wartet auf dich. Komm schon! Das verzeih ich dir nie, Barrett. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass Marlene noch lebt? Weil ich... Dieses Blut klebt nun für immer an meinen Händen. Nichts wird es jemals fortspülen können.
hast mir gefehlt. So, Leute. Wir haben auch noch was zu tun hier. Avalanche gesichtet. Erbitte Verstärkung. Dann hat dieser Gast also tatsächlich die Wahrheit gesagt. Ja. Trotzdem. Ist es eine gute Idee, Palmer alleine zu schicken? War sein eigener Wunsch. Entsende Friedenswächter. An alle. Zurückziehen. Okay, dann mal los. Ja. Let's do this. So, dann mal Meteor drauf. Jetzt erst recht. So, dann machen wir halt mal platt. Voll neu gerannt, Alter. Sauber. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Wirst du nicht. Hörst du von dort? Zieh dich zurück. Jetzt. Das war's. Dann übernimm. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Und Feierabend. Die Zeit drängt. Wir müssen hier weg.
Und wie bitte? Meine Freunde, nehmt diesen Buggy. Dio? Da war eine Wanze mit eingebaut. Ich habe alles mit angehört. Du warst unschuldig. Verzeih mir meinen Fehler. Seht den Buggy als Entschädigung. Er gehört euch. Ich werde dafür sorgen, dass man ihn ordentlich bestattet. Danke. Dann ist ja alles klar. Abmarsch! Kommst du für die Hilfe nicht in Schwierigkeiten? Als Direktor habe ich für die Sicherheit meiner Gäste zu sorgen. Midgar mag Probleme mit euch haben, aber für mich gilt das nicht. Ihr seid hier stets wieder gern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den steuern kann. Ich zeig dir, wie es geht. Ja gar nicht klaut. Los. Leb wohl. Dein. Let's go! Also, wir ballern jetzt ein bisschen. In Gefechtsformation! Und los! Könnt ihr euch laden? Also alle Shinra-Soldaten hier wegballern. Das könnt ihr übrigens auch skippen, wenn ihr es schon mal geschafft habt. Verfolgung. Okay, da gehen wir mal voll daneben.
Okay. Und los! Da schießt man das Ding runter. Bam, 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 bam. Okay. Man fährt eigentlich tiefer im Kreis. Auch nicht verstehen, oder? Gut, dass er nochmal seine eigenen Leute abgeschossen hat. Und? Ziemlich gut. Dein wäre stolz, glaube ich. Ja, ganz sicher.
Spatzi. Wenn ich zurück bin, erkläre ich dir alles. Und fertig. Mit Verlaub. Ach, Sie haben ja blendende Laune. Ja, die Arbeit läuft gut. Jeder Spaß hat seine Grenzen. Sie haben gerufen. Neuigkeiten von der Zetra? Sie wird nach wie vor beobachtet. Befindet sie sich auf dem Weg zum verheißenen Land? Davon ist nicht auszugehen. Verstehe. Ist sie wichtiger als die Materie? Ich habe schon als Kind immer davon geträumt. Ich will dahin. Um jeden Preis. Gut. Die Überwachung wird verstärkt. Gesagt, Träume sind Schäume. Wer zur Hölle bist du? Ach, als würdest du mich nicht kennen. Spiel ruhig den Starken, aber ich kann sie sehen. Deine Angst vor mir. Und das ist noch nicht alles. Was sehe ich da? Warst Papi stets unterlegen. Hast ihn gehasst und gefürchtet. Oh, du bist so ein armer, einsamer Junge. Nicht wahr? Du magst recht haben. Doch daraus ziehe ich auch meine Kraft. Sag bloß, schön für dich. Doch unser Planet braucht jetzt mehr als das. Gib ihm schon einen Schubs. Er verlangt danach. Hast wohl einen Narren an mir gefressen, was? Ich finde dich schon, klar? So Leute, weiter geht's. Wir dürfen X finden, suchen. Du warst doch mit Aris unterwegs, oder? Super da. Wir müssen ein bisschen rumfragen. Wenn man X kennt, aber relativ. War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich. Irgendwie so weird mit Zack zu spielen, ne? Ich danke vielmals!
jetzt für die Unterstützung eine Jahre. Ist es wahr, dass Eris jetzt... Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Wer ist das denn? Naja. Wir melden uns nun mit Neuigkeiten. Hey, den hier schon mal irgendwo gesehen? Sorry, keine Ahnung. Was ist los? War das wieder Avalanche? Bestimmt. Verdammt. Die Explosion. Die Explosion. Wir wollen doch. So, da gehen wir mal hin. Verdächtig. Richtig.